Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem Video LS19, eine CP-Vorstellung. Und wir haben uns letzte Folge uns angeschaut mit Beladen am Startpunkt und Wegfahren. Wir schauen uns jetzt an, Dresche abtanken und abfahren, das ist eine andere Sache. Ich zeige euch einfach jetzt mal die einfache Version in diesem Video. Ganz einfach und sorry, dass dieses Video nicht mehr zuvor kam. Weil ich nehme es jetzt gerade um 11:30 Uhr auf. Wer ein bisschen rechnen kann. Mit Schneiden und so was. Nein. Könnte knapp werden, aber. So, also wir fahren mal gekonnt Geisterfahrer. Und dann fahren wieder zum Welt. Der Drescher ist mal wieder voll. Meine Güte. Geht das hier schnell mit dem dummen Drescher? Ja, so. Immer diese langen Fahrten. Ne? Und ich sag euch heute nur die einfache Version. Ja. Aber im Prinzip ist das, kann man dann noch so einen Kurs halt dran bauen, wie ich letzte Folge gemacht habe. Und dann einfach, wir gehen einfach auf Kursaufzeichnung beginnen. Und wir gehen hier auf Kurszeichnung aufhören. Nee, dann nicht, nein, Spaß. Kursaufzeichnung beginnen, fahren ein bisschen und beenden. So, das bekommt natürlich jeder hin. Dann stellen wir hier ein, wenn ihr es so habt wie ich. Kommt ihr das Drescher, könnt ihr das anklicken. Drescher Suche, wir brauchen den Wassermash hier hin. So, 53 Meter, können wir hinhauen. Dann stellen wir hier ein. Start bei, zum Beispiel, wie viel Prozent der Drescher, wie viel Prozent der Traktor losfährt. Also, wenn der Drescher 80% hat, dass der Traktor dann losfährt, weil wenn es ein größeres Feld ist, dann dauert es halt auch ein bisschen, bis er da ist. Und der Abfahren bei 90% ist halt, wann er wegfahren soll, zum Verkaufspunkt oder zum Silo, was auch immer. Ich habe es eigentlich immer bei 80 stehen. Wir gehen einfach auf Abfahrer einstellen. So, dann steht da am Anfang kein Drescher in Reichweite, dauert ein bisschen. So, jetzt fahre zu Wegpunkt, Bidus 218, 240. Das müsste, keine Ahnung, da sein beim Drescher ungefähr. Jetzt sagt er, fahre in der Drescher. Jetzt fährt er ein bisschen weiter, dass er in Ruhe wechseln kann, also drehen kann. Man. So fährt er ganz an den Drescher dran und du kannst hier selber einsteigen, Drescher anmachen und abfahren. Also so fahren. Macht CP alles mit. Außer bei Wenden, da ist es halt nicht so gut, weil er fährt halt durch den Bestand und aber mal, ich probiere es mal, ist halt nur nervig mit den Wänden, weil jetzt ist der uns im Weg gleich. Ja, ist einer. Muss halt immer ein bisschen gucken halt, aber. Aber eigentlich, ja, kommt das immer relativ gut hin, außer wenn du so ein Drescher mit Helfer fahren lässt, dann wirst du dann wieder mal rein tappen und das korrigieren oder bestätigen halt. Ja. Das ist die einfache Version vom Drescher abtanken und abfahren. Das ist da stehen. Und ja. Jetzt sagt er warte bis es dann frei ist. Achso. Weil jetzt sieht er, ey. Ich bin da hier im Weizen drin, in den Sojabohnen, da bin ich gerade schon am Weg, da fährt er immer raus aus dem Feld, wenn der Punkt nicht versperrt ist, wie ich gerade gemacht habe. Er will jetzt irgendwo parken. Ja, jetzt fährt er weiter und dann, dass man da eigentlich im Weg steht. So, habt ihr da stehen und war dann, bis er gerade wieder voll ist oder 80% ist. Könnt ihr halt einstellen. Wie ihr wollt beim Hexler, wenn er beim Hexer macht, ist genau das gleiche Prinzip. Nur, dass er hier
Also damals bei 0, weil Dexter hat da keinen Korn-Tank, dann ist es dumm, bei 80% einzustellen. Also immer dann beim Hexer 0 stellen, beim Drescher optimal von 80% oder sowas. Also habe ich meistens immer. Das war's schon wieder mit diesem Video, wenn es dir gefallen hat. Lass gerne durch, schau auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Tutorial zu CP oder am Morgen eine Mod-Vorstellung. Ja, das hat mich aber gespannt. Ich weiß auch nicht, welches Mod ich vorstellen werde, aber es war einen schönen Tag noch. Ciao!